Im Leopold-Museum in Wien hat die Spitzenkandidatin der Volkspartei Niederösterreich, Johanna Mick-Leitner, ihr Personenkomitee für die Landtagswahl am 28. Jänner vorgestellt. Christa Kranzl, ehemalige sozialdemokratische Staatssekretärin, die frühere Grünen-Ikone Monika Langthaler, Top-Wirtschaftsmanager Siegfried Wolf, der Bürgermeister von Fischerment Thomas Rahm und der Eventmanager Tobias Monte. Ich habe eine politische Vergangenheit, wie Sie wissen, und mir waren bestimmte Grundsätze immer ganz besonders wichtig. Und je länger ich Politik in diesem Land beobachtet habe und erfahren habe, umso mehr habe ich auch gesehen, wie wichtig es ist, dass man politische Führungskräfte an vorderster Front hat, die eine Erfahrung haben, die mit Augenmaß, aber gleichzeitig mit Leidenschaft wirklich Veränderungen umsetzen. Auch ich möchte Folgendes betonen. Ich war noch nie in einem Personenkomitee, habe auch mich nie öffentlich zur Politik oder über Politik das eine oder andere Mal zwar geäußert. Warum mache ich das? Ich kenne unsere Frau Landeshauptfrau nicht nur aus der Landespolitik, auch aus der Bundespolitik, und mir hat immer gefallen, dass sie für Dinge steht, dass sie Bodenhaftung hat, dass sie auf Leute zugehen kann und dass sie ehrliche, überzeugende Politik macht. Zum einen, es ist ja hinlänglich bekannt, dass es mir immer ganz wichtig war, dass möglichst viele Frauen in Führungspositionen gelangen. Der zweite Grund im Endeffekt war, dass ich Johanna auch seit vielen, vielen Jahren kenne. Wir haben, glaube ich, annähernd zur gleichen Zeit begonnen. Und der dritte Punkt, ich habe mir ganz genau angesehen, als sie die Funktion übernommen hat, nach einem sehr mächtigen Vorgänger, hat sie versucht, einen völlig neuen Stil einzuführen. Und in den letzten 9 Monaten, seit ich Landeshauptfrau von Niederösterreich sein darf, wurde ich immer wieder angesprochen von Menschen, von Persönlichkeiten, die gefragt haben, wie kann ich dich unterstützen? Und ich weiß natürlich, dass diese Persönlichkeiten, meine Wegbegleiter, auch unterschiedlichste Ansichten haben, unterschiedlichste Ideen, unterschiedlichste Zugänge haben. Und gerade ich habe in der Politik in den letzten Jahren eines gelernt, dass es keine politische Partei gibt, die ein Monopol auf eine Idee hat. Und mein Verständnis als Landeshauptfrau ist es, dass diese Ideen zu erkennen und diese Ideen vor allem zusammenzuführen zu den besten Ideen für Niederösterreich, wo es darum geht, diese besten Ideen und die besten Lösungsansätze auch zu nutzen für Niederösterreich. Das habe ich in den letzten Jahren gelernt und ich glaube, das ist auch der wichtige und richtige Weg.